Ne, lass. Alles gut, ich schneid's weg da. Hey, hallo Campingfreunde. Ich bin's wieder, Danilo von Danilo on Tour. Heute vom Park Albatros, Nähe San Vincenzo in der Toskana. Als erstes kurz ein paar Fakten zum Platz. Der Park Albatros nennt sich mittlerweile auch Park Albatros Village aus folgendem Grund: Wir haben auf diesem Platz gerade mal noch 120 Standard-Campingplätze und circa 30 Stellplätze Gold. Stellplatz Gold bedeutet einfach, wir haben zusätzlich zu Strom und Wasser einen Abwasseranschluss. Um euch das Ganze mal zu verdeutlichen, habe ich den Plan vom Campingplatz hier. Es sieht also folgendermaßen aus: Wir haben die hellgrünen Plätze, das sind die Standardstellplätze, und wir haben die wenigen goldenen Plätze, das sind praktisch alle Campingplätze, die vorhanden sind. Alles andere, was wir hier sehen, der äußere Kreis, da unten, dieses Feld und dieses Feld, das sind alles Mobilheime von verschiedenen Anbietern. Nun zu den Fakten. Der Platz hat geöffnet von circa Ende Mai bis Anfang September. Wir haben auf diesem Platz WLAN for free, jedoch WLAN nur verfügbar im Zentralteil des Platzes, das heißt Piazza Italia, und im Bereich des Aquaparks, der übrigens riesig groß ist, werden wir später noch mal zeigen. Eventuell schicke ich die Drohne hoch, das werden wir noch sehen dann. Es geht weiter. Wir haben hier die nächstgrößeren Städte in der Umgebung. Das ist zum Beispiel Pisa mit 94 Kilometer. Wir haben Florenz mit 146 Kilometer und ganz in der Nähe San Vincenzo mit 10 Kilometer. Zum Strand haben wir 1 Kilometer. Dorthin geht ein schöner Fußweg an einer kleinen, wenig befahrenen Straße entlang. Zum Schluss muss man noch ein Stück durch den Wald und dann ist man auch direkt am Meer mit grobkiesigen, na Quatsch, mit grobsandigen Naturstrand. Zu guter Letzt, Hunde sind auf diesem Campingplatz erlaubt, kein Problem. Wer also gerne mit Hund herkommen möchte, darf dies gern machen. Es gibt sogar die Möglichkeit, den Hund mit am Pool zu nehmen. Wir haben gesehen, es gibt extra im einen abgegrenzten Poolbereich, nennt sich Dock Area, wo man seinen Hund direkt mit an den Pool nehmen kann. Um euch jetzt nochmal so einen Stellplatz zu zeigen: Wir haben eben einen Stellplatz Standard gebucht. Das ist genau dieser. Für uns ist der Baum kein Problem. Für Leute mit Wohnwagen und Vorzelt wird es vielleicht schon ein wenig schwieriger. Es gibt einige ohne Baum, jedoch muss ich sagen, die Standardstellplätze, man hat immer irgendwie ein kleines Hindernis. Man hat hier genau das Gleiche, man hat hinten im Eck diesen Baum. Der Platz ist nicht unbedingt eben. Das weiße Pulver rührt daher, da es hier sehr viele Ameisen gibt und die Leute natürlich um die Räder das Ameisenpulver streuen, um die Ameisen nicht irgendwann im Wohnmobil oder Wohnwagen zu haben. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu den Toiletten, vielmehr zu dem großen Sanitärgebäude, was wir direkt vor uns sehen. Wir haben rechter Hand die Chemietoilette zum Entleeren und wir können hier direkt ins Waschhaus hineingehen. Also ich finde das ganz toll gemacht hier herin. Man hat hier alles mit Bambusrohren verkleidet. Bringt eine tolle Stimmung. Wir besuchen jetzt natürlich die Männerduschen und die Männer-WCs. Hier geht es zu den Duschen und zu den Waschbecken. Rechter Hand befinden sich mehr als genügend Waschbecken. Gehen da hinten weiter. Und zur linken sind die Duschkabinen. Es gibt hier Haartrockner und noch mehr Waschbecken. Linke Hand gehen die Duschen immer weiter
Also es sind ausreichend Duschen vorhanden. So, das ist also der WC-Bereich. Wir haben hier in diesem ganzen Rondell mehrere Toiletten. In der Mitte haben wir die Handwaschbecken. Ganz links ist das Pissoir. Auch völlig ausreichend, bin ich der Meinung. Ich glaube nicht, dass es hier zu Staus kommt. Da rechts hat man eine Möglichkeit zum Geschirr abwaschen. Schauen wir noch mal schnell hin. Das ist praktisch die Spülküche. Auch mehr als genügend Platz vorhanden. Da haben wir Waschbecken für die Handwäsche der Kleidung. Hier hat man noch die Möglichkeit, die Babys zu wickeln. Wir haben hier für die Kleinen ganz toll gemacht. Kleine Waschbecken. Wir haben Mini-Toiletten. Wir haben hier noch Duschen. Die sind ein wenig niedriger wie die normalen Duschen. Im Vergleich dazu ist da oben der Duschkopf. Hier so ein Stück weiter unten. Also eigentlich ganz toll gemacht, die Geschichte. So, hier sind wir in einem von zwei Shops. Vielmehr das eine ist ein Shop, in dem man ganze Sportzubehör bekommt. Für die Kinder, Wasserbälle etc. etc. Es ist alles vorhanden. Und dann gibt es hier auf dem Platz noch einen großen Markt, der dann eher für alles andere, Lebensmittel, Drogerie etc. da ist. So, hier haben wir den Waschsalon. Auch wieder in ausreichender Menge Waschmaschinen und Trockner vorhanden. Also ich glaube, auf diesem Platz kann man sich nicht beklagen, dass irgendwas zu wenig wäre. So, zum Schluss besuchen wir noch das Zentrum des Platzes, den Piazza Italia mit seinen mächtigen Pinienbäumen. Hier gibt es viele Sitzmöglichkeiten und rings um den Platz Bars, Cafés und viele Lokale. Am Abend wird es hier besonders gemütlich, wenn alles schön beleuchtet ist und auf der kleinen Bühne die Live-Musik spielt. Jetzt gibt es noch ein paar Impressionen vom Platz, ohne irgendein Gequatsche. Und dann geht die Reise auch schon weiter. So, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen bei der Urlaubsentscheidung ein wenig helfen. Wenn euch der Film gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Wenn euch der Film nicht gefallen hat, dann lasst mir auch ein Like da. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Natürlich kostenlos.